Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wir haben Tag 10 und ja, wir werden Dinge tun. Ich weiß noch nicht, welche Dinge, aber es werden Dinge sein. Und ich glaube, das, was wir als erstes erstmal machen werden, werden erstmal noch ein bisschen Wasser organisieren, denn ich habe ein bisschen Mist gebaut und das muss ich jetzt mal wieder fixen. Denn ich weiß noch nicht, wie wir das machen, ob wir hier vielleicht über den Brunnen Gitter oder sowas bauen können dürfen. Weil ihr seht selber, da ist jetzt ein bisschen Wasser weg. Ich bin dann nämlich reingefallen und dann muss ich mich wieder rausbauen. Und wenn du natürlich dann einen Block da reinsetzt, dann nimmst du auch das Wasser wieder weg. Das ist dann das Problem. Deswegen brauchen wir erstmal ein bisschen Wasser. Sowieso doppelt Wasser. Warte mal, da haben wir ein bisschen Wasser. Wir brauchen erstmal ein bisschen Wasser für unsere... Für unsere Wassergläser, beziehungsweise für unsere Gläser. Damit wir auch mal wieder ein bisschen was einkochen können. Und wir brauchen natürlich Wasser für den Brunnen. Boah, Alter, das leckt aber auch gerade wieder. Wie die letzte Seuche. Und es. Das sieht mir schon wieder nach Regen aus. Oh Mann. Das ist schwierig. Ja, was steht sonst auf der Agenda? Also grundsätzlich habe ich mir erstmal nichts weiter vorgenommen. Ich hatte jetzt in der Nacht noch ein bisschen. Ja, ich schmelze noch ein paar Sachen ein. Habe noch ein paar Sachen gecraftet. Habe jetzt angefangen unten in unserem. In dem Hauptgebäude. Unten da, wo die Leiter ist, vielleicht schon mal so ein bisschen die Gitter wegzukloppen, dass man sich dann halt ins Erdreich runterbuddeln kann. Das habe ich in der Zwischenzeit schon mal so ein bisschen gemacht, bin aber auch noch nicht durchgebrochen. Von daher funktioniert das auch noch nicht so ganz. So, und dann holen wir jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Alter. Oh, es leckt aber ganz schön. Mal gucken, ob wir überhaupt noch genug Wasser mitkriegen hier. Na gut, für die Flaschen soll es eigentlich reichen. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann vielleicht noch die eine oder andere Quest machen. Das hat ja in der letzten Folge nicht so wirklich gut geklappt. Müssen wir mal sehen. Oder, dass wir vielleicht erstmal hier einzelne Gebäude vielleicht erstmal weglooten. Dass wir uns gar nicht mal so sehr auf die... Quests fixieren, sondern vielleicht auch erstmal vielleicht die eine oder andere POI vielleicht nochmal. So, erstmal ein bisschen Wasser mitnehmen. Irgendwann ist das hier auch erschöpft. So, alles klar. Okay. So, achso, ja, und dann habe ich noch ein bisschen Beton. Da wollte ich die Blöcke, die ich außen gesetzt habe, nochmal aufwerten, dass wir da auch komplett auf Beton sind. Das wollte ich auch noch in dieser Folge machen. So, dann können wir gleich mal gucken. Die hatte ich ja. Ach, egal, bauen wir später weg. Weil wir müssen irgendwie mal zu Stamina kommen, aber wir müssen erstmal die nächsten Skillpunkte erstmal in Stamina investieren. Das heißt, es ist sexueller Tyrannosaurus und dann natürlich müssen wir die Skills nochmal aufwerten für Knüppel und so weiter, ne? Damit wir nicht nur die Knüppel verbessern können, sondern dass wir eben halt auch die Stamina da reduzieren können. Das ist immer so das. So, aber erstmal füllen wir hier ein bisschen Wasser auf. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Ob wir hier noch was auffüllen dürfen. Ich schmeiß es einfach mal mit rein. Ich weiß es jetzt nicht. Ich mach das einfach mal. Mach erstmal alles leer. Ach, sieh mal eine an. Da wird es doch ein bisschen mehr Wasser. Also wir können da tatsächlich mehr Wasser reinfüllen. Ich dachte nämlich erst, dass es nur eins hoch geht. Aber jetzt geht es auch zwei hoch. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Müssen wir nur mal sehen, ob wir hier uns irgendwie mal ein Geländer oder sowas nochmal raufbauen. Können wir eigentlich mal schauen. Ich muss mal eben gucken. Geländer. Holzform. Leiterholz, Zaun, Geländer. Warte mal, da können wir gleich mal... Ich würde das mal ganz gerne mal ausprobieren. Dass wir da... Wie brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir 2, 4, 6, 8. Müsste eigentlich reichen. Wie das aussieht. So. Na komm. Oh ja, okay, das sieht scheiße aus. Okay, das sieht kacke aus. Zerlegen. Dann machen wir sonst Betonformen, Holzformen, Rahmenformen. Da gibt es tatsächlich auch. Möglichkeit. Na ja, gut. Hätten wir uns auch sparen können. So, hier nochmal reinschauen. Hier vielleicht.
Vielleicht bauen wir die mal direkt. Oh, jetzt wird es schon wieder neblig, Mann. Entweder bauen wir die direkt hier, diese Geländer. Aber ich würde das eigentlich ganz cool finden hier. Nehmen wir die oder nehmen wir die? Laufsteg V2, nur Geländer, Doppeltende, Ecke. Was? Laufsteg, nur Geländer. Nehmen wir mal das. Das können wir hier nicht so wirklich in die Ecke rüberbauen, ne? Ah, die müssten wir hier eigentlich hinsetzen. Würde mir zumindest erstmal reichen, wenn wir hier vorne. Ich weiß nicht, ob wir. So ganz geil ist das nicht. Oder wir bauen. Ist ja gut. In der Ecke. Nur Geländer Ecke. Aufstieg nur Geländer doppelt in der Ecke. Sonst nehmen wir die mal. Ja, nee, da können wir das zwar hinbauen, aber nicht hier, weil da ja auch nichts drauf ist. Das ist ja nur Wasser, da ist ja nichts drüber. So müssten wir das jetzt bauen, umgekehrt. Naja, weißt du was, dann machen wir es ganz anders. Dann machen wir eben halt diese einfachen. Die Dinger, beziehungsweise... Die Dinger hier, wo die sehen scheiße aus. Oder die Dinger, nee, die sehen auch Mist aus. Das ist nicht gut, das ist auch nicht doll. Die nehmen wir denn da mal? Bin so ein bisschen unentschlossen. Die vielleicht, ne? Können wir die eher mal so setzen? Ups. Ups. Na. Die Frage ist, guck mal, Wasser können wir dann nämlich noch reinschmeißen. Also wenn wir den jetzt hätten, dann Wasser können wir noch reinschmeißen. Wir können nicht reinfallen, wir können aber Wasser holen. Und das wäre... Alter, was leckt denn das? Hallo? Hör mal auf zu lecken, bitte. Alter, das leckt aber auch so ein bisschen unangenehm, ne? So ein bisschen. Also so ganz geil finde ich das jetzt nicht. So. Erstmal aufwerten. Was ich cool finden würde, wenn jetzt, gerade wenn es regnet, sich der Brunnen von selber füllen würde. Das wäre so geil. Aber ich glaube, das werden wir nie erleben. Zumindest nicht in 7 Days to Die. Vielleicht in 7 Days to Die 2 irgendwann mal. So, okay. Dann haben wir wenigstens ein Geländer. Können wir nicht reinfallen. Dann können wir hier noch ein bisschen Wasser auffüllen. Und dann haben wir hier erstmal ein bisschen Wasser, zumindest in der Nähe. So. Haben wir. So, ja, ich habe schon wieder Hunger. Wir müssen also auf jeden Fall nochmal jagen gehen. Dann bringen wir kurz mal noch die Eimer weg. Haben wir es versehen, dass wir vielleicht noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Wir sehen davon, dass wir uns noch gerade den Arsch abfrieren. So, das weg, das weg. So, da wollten wir noch aufwerten. Das lassen wir hier, das lassen wir hier. Messing packen wir auch erstmal hier rein. Was ist mit dir los? Warum läufst du vor allem? Ups. Ich werde es auch nicht verstehen, dass die Rampen nicht durchschießbar sind. So, gute Nacht. Unten. Und eine kleine Horde oder sowas, ne? Nee, okay. Weil der war doch gerade am Rennen, oder nicht? Hat mich das gerade getäuscht. Haben wir noch was zu essen, was zu trinken? Zu trinken auf jeden Fall. Essen? Oh ja, essen haben wir ein bisschen. Sehr gut. Ich glaube, das war doch eine kleine Horde. Ich höre da schon wieder was am Wackeln, ne? So, erstmal ein bisschen was essen. So viel Zeit muss sein. So, einen nehmen wir noch. So, siehst du, eine Schaufel habe ich in der Zwischenzeit auch noch gemacht. Dann könnten wir das auch nochmal gleich mal ummodeln. Und was essen natürlich. Oh ja, die nehmen wir noch mit. Ein bisschen Habba-Habba noch. Oh,
Und damit haben wir da auch gleich wieder nur zwei Speck noch über. Es ist aber auch so. Essen ist aber noch nicht so prall. Na komm, dann lassen wir es erstmal, bevor wir gar nichts mehr zu beißen haben. Alles andere ist verreckt hier, ne? Oder lief hier noch was irgendwann an Zombies rum? Da lief noch eine Uschi. Ah, sei ja, ist eine kleine Mini-Horde. Naja, Horde würde ich das jetzt vielleicht nicht nennen. Vielleicht eine Gruppe, eine kleine Wandergruppe, ich weiß es nicht. Jo, einmal Wasser, das packen wir da rein, das nehmen wir mit. Das einmal verändern. Das einmal darauf. Verändern. Das darauf. Abschließen. So, was ist jetzt hier draußen? Wollt ihr mir auf den Sender gehen? Wollt ihr mir unbedingt auf den Sender gehen? Wollt ihr mir unbedingt sagen, verderben? Es regnet. Das ist schon wieder scheiß Wetter. So, was ist jetzt hier Fakt? So, komm ran. Hier muss ich auch mal reparieren. Kann ich nicht. Schade. Upsa. Voll verrissen gerade mit der Maus. Scheiße. So, warte mal. Also, gute Nacht. Mal ein bisschen. Na, werde mal nicht frech. Oh, als wenn der Fall die ihm direkt durchs Gesicht fliegt. Oh, ey. Meine Güte, der war aber auch hier unangenehm. Und das ist das, was ich meine. Gerade wie er so mit Stamina gerade noch so hingekommen. So, Schaufel. Das packen wir dahin. Das packen wir dahin. Die nehmen wir auseinander. Und dann machen wir gleich, wenn wir schon mal hier unten sind, haben wir gleich. Achso, perfekt. Könnten wir die eigentlich mal aufwerten hier? Die kleinen Kameraden. Haben wir hier. Was? Ah. So. Ja, das wollten wir hier noch insgesamt ja nochmal aufdoppeln. Dass wir die nachher wegreißen, diese Platten, und dass wir nachher die anderen Blöcke davor, diese Viertelblöcke oder diese Halbblöcke aufwerten. Dann haben wir nämlich gleich eine doppelte Schutzschicht. Oder werden die, glaube ich, nicht mal ebenso durchkommen, die Zombies. Dass wir dann hier irgendwann mal alles ausgebaut haben eines Tages. So. Gut, haben wir. Muss ein bisschen vorsichtig sein. So. Hier vorne noch ein bisschen. Ah, ums Eck. So. Ja, von der anderen Seite machen. Wir können natürlich noch die eine oder andere Quest machen, aber naja. Hä? Achso, das haben sie nicht. Aua! War wieder klar, dass ich wieder reinrennen muss. War wieder klar. So, wir brauchen ein bisschen Holz zum Reparieren. So, einmal. Dann müssen wir hier einmal reparieren. Das geht nicht, dafür brauchen wir einen davon. Okay, dann lassen wir das erstmal noch. Dafür brauchen wir einen Stein. Jo. Zack, zack. Machen wir Beton auch erstmal wieder rein. Einmal sortieren. Und was geht hier noch ab? Da geht gar nichts mehr ab. Das sieht gut aus. Okay. Gläser sind da. Ja gut. Lass uns mal auf die Karte luschern. Da hatten wir das zerstörte Biom. Das hatten wir gefunden. Sonst können wir ja auch mal hier oben ein bisschen... Ja, Bücher. Da können wir sonst mal bei Bücher nochmal gucken gehen, ob wir da Bücher noch finden. Und oder hier mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie hier einen Shotgun-Messiah. Ich glaube, das werden wir machen. Wir werden hier mal... Überdüsen. Shotgun Messiah.
Das heißt, wir müssen links die Butze hoch. Ach, warte mal, wir brauchen noch unbedingt Benzin. So. Dann können wir da oben mal luschern gehen. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir da ja wieder Feral-Zombies dann mitten in der Stadt haben. Wir müssen aufpassen. So. Gehen wir doch da mal gucken. Vielleicht finden wir einen Shotgun Messiah. Ich meine, dass wir da nun gerade eine Shotgun finden, ja, es ist, ich vermag mir da keine Chancen auszurechnen, aber gucken können wir ja mal. Und wenn wir nur ein Rezept finden, zum Beispiel für eine Shotgun oder so, das wäre ja schon mal was. Könnte man wenigstens ein bisschen was machen. Aber, ja. Ja, und wo wir jetzt gerade noch unterwegs sind, kann ich euch auch nochmal einen kleinen Hinweis geben. Oben links seht ihr ja im Bildschirm das kommende Event am 10.09.2022 ab 19 Uhr. Da spielen wir nämlich 7 Days to Charity für den guten Zweck. Also markert euch das gerne an. Und auch hier auch nochmal der Hinweis, ihr müsst nicht spenden. Natürlich freuen wir uns drüber, wenn ihr es tut, aber ihr müsst euch jetzt nicht gezwungen fühlen, spenden zu müssen. Für uns ist wichtig, dass ihr dabei seid, dass ihr zuschaut, dass ihr vielleicht, dass ihr ein bisschen Spaß habt an dem Abend. Dass wir alle zusammen einen schönen Abend haben und das hilft uns genauso weiter, als wenn wir einfach nur Geld spenden. Das klingt auch so ein bisschen banal, ne? Einfach nur Geld spenden. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es muss sich niemand genötigt fühlen, da unbedingt Geld zu spenden. Wenn ihr es natürlich könnt und wollt, dann freuen wir uns drüber. Wir wollen einen schönen Abend zusammen haben und desto mehr Leute unsere Streams gucken, desto mehr hilft uns das natürlich. Also nicht vergessen, ne? 10.09. 19 Uhr geht's los. Wir sind schon voll in der Vorbereitung, was heißt wir, beziehungsweise der Waliser und der Mukianer, die das ja dieses Jahr organisieren. Die sind schon voll in Gange, die Vorbereitung. Laufen wir auf Hochtouren. Es ist ja auch nicht mehr lange hin. Und wir freuen uns drauf. Wir sind gespannt. Wir werden noch ein bisschen was tun müssen. Aber es sieht schon sehr gut aus. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was den Abend abläuft. Und ich freue mich einfach drauf. So, haben wir hier eigentlich schon noch was drin? Dann müssen wir aufräumen hier. Irgendwann werden wir hier schöne, saubere Straßen haben. Keine Kadaver mehr, keine Mülltüten so wie hier. Wird alles schön sein, alles glatt, alles schier. Vielleicht. Also nicht. Wollen wir uns eigentlich auch noch Autos mitnehmen glatt? Oder? Ein bisschen Schmodder ist auf jeden Fall gut. Wir brauchen auch noch ein bisschen Material. So ist es nicht. Dern. Oh, Dern ist gut, weil Dern bedeutet nämlich ein Punkt. Und ich würde mal sagen, wir gehen da gleich mal auf sexueller Tyrannosaurus. Den wir nicht machen können, weil wir Stärke 3 brauchen. Stärke, Muskelkraft, Stärke erhöhen, verbessern, bla bla. Kopfschüsse, Schrotflinten. Ja, machen wir das doch erstmal. Dann läuft der Lachs. Oder schwimmt. So. Das. Das. Ja, wir können uns hier eigentlich so gut wie alles angucken. Wie ich schon sagte, Ferale waren hier und da auch schon unterwegs. Das konnte man ja beim letzten Mal auch schon sehen. So, dann packen wir uns hier auch gleich mal ein bisschen was rein. Den Kram, den wir vor allem auch stacken können. Das da rein. Obwohl Gras, ich glaube, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Benzin packe ich auch erstmal rein. Na. Ja, ja, ist ja gut. Du willst auch unbedingt auf die Oma haben, ne? Dann komm mal her, du. Auch wie beim Golfspielen. Einmal ausholen und dann gib ihn. Was ist das denn hier? Achso. So. Weiter geht's. Gucken wir einmal, ob wir hier einen Shotgun Messiah finden. Ich meine, ich hatte einen gesehen beim ersten Mal durchfahren. Aber das war, glaube ich, auch nur so eine kleine Hütte.
Und wir können mal markieren, ne? Gut, wir müssen mal hier oben hinfahren, sonst können wir hier mal so durchfahren, dass wir auch das andere Graue hier mal aufdecken. Da können sie überall noch interessante Gebäude verstecken. Da haben wir einen Port. Aber wir nehmen sonst auch noch mal ein bisschen Stahl mit, aus den Dingern zum Beispiel. Könnten wir ja auch gebrauchen. Was ist das hier vorne eigentlich für eine Butz? Ich glaube, es ist eine Schule. Da würde ich nicht unbedingt nach einer Pumpgun suchen. Das wäre schon super. Ich sag mal, sowas wie Schießpulver kriegen wir ja nochmal wieder hergestellt, wenn wir uns da ein bisschen bemühen würden. Da ist ein Pumpgun dran. Ach ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wirklich ein Stiff bei uns auf der Ecke müssen wir auch nochmal auseinandernehmen. Da ist die Chance natürlich relativ gering, vor allem im grünen Biom. Da haben wir natürlich jetzt nicht so unbedingt den Loot-Level, dass wir da richtig geilen Stuff finden. Dafür müssten wir tatsächlich ins zerstörte Biom, um da richtig geilen Stuff zu finden. Aber wie ich ja schon sagte, ins zerstörte Biom würde ich nicht unbedingt reinfahren wollen, solange ich nicht irgendwie eine vernünftige Bewaffnung habe. Und da setze ich zumindest eine Pumpgun voraus, bevor wir da mal ansatzweise reinfahren. Oder zumindest eine AK. Eine AK oder eine Pumpgun. Also irgendwas, was so ein bisschen Aua macht. Ein Baseballschläger schön und gut. Aber da kommen wir auf Dauer nicht weit. Da sollten wir schon so ein bisschen schlagkräftige Waffen haben. Und dazu gehört eben halt einmal die Pumpgun und einmal die AK. Aber wer weiß, wo wir denn vielleicht mal die Pumpgun finden. So, dann biegen wir vorne gleich mal links ab. Dann haben wir wieder ein bisschen graues Areal. Nicht hier. Fahren wir hier rein oder holen wir uns den Wagen? Wir holen uns den Wagen noch. Und den Wagen auch noch gleich mit. Wenn wir die nicht sogar schon gelootet haben, weil die Kartenteile aufgedeckt sind. Ah, ist noch nicht aufgedeckt. Der Wagen ist noch nicht gelootet, sehr schön. Oh, ein bisschen Messing. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann gehen wir auch schon wieder stramm auf Tag 14 zu, ne? Tag 10 haben wir jetzt. Also wieder so ein bisschen sehen, ja, wobei die ersten zwei, drei Horden sind ja noch relativ entspannt. Also müssen wir mal sehen, dass wir da... Ah, dass wir dann vielleicht ein paar Metallspikes vielleicht noch nicht unbedingt, aber dass wir da vielleicht mal die Gräben ausheben. Für die Bereiche noch ein bisschen befestigen. Die äußere Verteidigung quasi. Kleines Haselein. Bist du sicher, was du da tust? Ach, fuck. Na. Na. Bin nix. Noch einmal kurz zu dem. Zu dem Wagen, dann noch einmal links hier abbiegen. Das Hotel hier, glaube ich, ne? Ja. So, ein bisschen Blei.
Ja, die 20.6 ist jetzt auch auf dem Weg, das Update. Wobei ich jetzt nicht gelesen habe, ob da jetzt irgendwas richtig Gravierendes mit bei ist in der 20.6. Ist jetzt aber auch momentan noch in der Experimental. Also ich denke mal, die wird so in den nächsten ein, zwei Wochen dann auch als Stable rauskommen. Und da hatten sie auch geschrieben, dass es durchaus doch schon mit großen Schritten auf die 21. Naja, mit großen Schritten ist vielleicht übertrieben, aber mit, das ist dann, dass sie voll natürlich in der Produktion sind für 21. Was ist das denn hier für ein Bereich? Aber ich denke mal, dass wir die 21, naja, dass wir die vielleicht zu Weihnachten, vielleicht zu Halloween, dass wir die vielleicht zu Halloween oder sowas kriegen. Ich denke mal, früher wird das nichts werden. Bin mal echt gespannt, was da für neue Sachen kommen. Eines der größeren Sachen ist ja auf jeden Fall die Geschichte mit den, mit dem Skillbaum. Ah, oh, das ist eine Schlange, warte mal. Im Skillbaum, das ist ja... Ah, ich bin mal ein bisschen überrascht, war kleines Vieh, oder sonst überrascht du mich immer. Drecksschlange. So. Ja, ein Hütchen. Können wir gleich mal wieder ein bisschen aufräumen. So, also, Motel. Steine. So. Mal gucken, was packen wir da mal ein? Erstmal das alles weg. Zack, das mal weg. Das, was wir stacken können, erstmal rein. Wobei, sowas können wir auch gleich mal zerlegen. Genauso wie sowas hier. Das können wir eigentlich gleich mal, auch wenn wir dabei Verlust machen. So, Steine. Das können wir auch mal zerlegen. Das können wir zerlegen. Das, das, das. Das weiß ich noch nicht. Moin. Na, komm mal her hier. Da, kennst du den? Dann nimmst du eher den. Ich würde ja auch ganz gerne nochmal richtig in den Nahkampf gehen. Also mit diesen... Gibt da ja auch richtig schöne Nahkampfwaffen. Oh, was haben wir hier Schönes? Selbstverteidigung. Nimm dir diese Tipps zur Selbstverteidigung und Herzen. Beute für 10% mehr Schaden an Menschen. Ja, das werden wir, glaube ich, eher nicht so haben. Aber 403 Dollar hat er dabei. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir erstmal machen. Das wollte ich jetzt nicht. Einfach nur hier mal rauf. So, einmal zack. Fleisch hatten wir hier. Kältewiderstand 1,8. Hitzewiderstand. Ja, aber das ist... Nehmen wir mal auseinander. Das können wir mal reindrücken. So, alles klar. Gucken wir mal hier weiter. So, gesucht wird immer noch ein Shotgun Messiah. Ein Shotgun Messiah. Never gain survivors. Waren wir hier nicht aber nicht schon durchgefahren? Wir düsen hier noch einmal bis da durch. Geradeaus zu. Dann können wir nämlich dann noch einmal kehrt machen und den anderen grauen Bereich nochmal aufdecken. Ach, hier war das doch. War das nicht hier mit dem Wildschwein, was uns gekillt hatte? War das nicht hier? Ne, das war noch weiter. Das war weiter hinten. War hier noch nicht. Das war hier noch nicht. Warte mal, Trick 17. Oh. Okay, doch tot. Okay, ich dachte, ich hätte nur gestunt. Dann habe ich ihn halt eben gleich platt gemacht. Das ist okay. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Fleisch ist gut. Ah, warte. Was auch gut sind, sind Federn und... Federn und... Ah ja, sehr gut. Hä? Ich dachte, ich hätte die mitgenommen. Offensichtlich nicht. Ich meine, wir können hier alles gebrauchen, ne? Also wenn man hier mal so auf die Straße guckt, die ganzen Tierkadaver oder sowas, können wir alles brauchen. Das ist alles eine Moldy Flash. Es gibt immer so ein bisschen... Warte mal. Warte mal, Zombie, ich hau dir auch noch mal gleich eine rein. So, aber komm nämlich gleich. Das Hemel nehme ich gleich erstmal ein bisschen bearbeiten hier. So jagt man heutzutage.
nicht mehr Dynamit fischen, sondern... Ah. Oh, gute Nacht. Was auch nur Kadaver. Na, nicht genug Stamina, hör auf jetzt. Oh, muss ja nur mal kurz die Axt schwingen können. So, weiter geht's. Alles toter Mais, sehr gut, nicht... Was haben wir hier? Manufaktur, nee, was? Free Manor? Weiß ich nicht. Ey! Du warst noch längst nicht in Reichweite, du. So, gucken wir mal, ob das mit dem Hasilein auch funktioniert. Sieht so aus. So jagt man heute. Einfach überfahren, die Viecher. Da sind sie gleich schön weich geklopft für die Bratpfanne. So, wo sind wir denn? Da, wir sind schon wieder... Wir müssen da rechts abbiegen. Nächste rechts rein. Ach, Mist. Nächste rechts rein. Also schöne Locations, ne? Würde ich überall reingehen, aber... Dafür möchte ich eine Pumpgun haben, weil wenn da mal Hunde rausgelatscht kommen, dann habe ich gleich wieder Geburtstag. Da habe ich echt keine Lust zu. Working Stiff, da gucken wir gerne auch nochmal rein hier. Und da ist auch noch ein Working Stiff Tools, ein großer Laden, Working Stiff. Ah, würde mich ja nochmal ein bisschen reizen jetzt auch. Ja, guck mal, Schaufel, gerade eine Schaufel gefunden. Den Crafted meine ich. Zerlegen, ja, nehmen wir gleich weg, das weg, zack. So, und da nochmal gleich wieder ausmüllen, sehr gut. So, Müdi. Sind gleich ein paar mehr unterwegs. Na, dann machen wir das mal. Oh, 60%, gleich 40%. Oha. Die hatte Bock. In die Fresse zu kriegen. So, da komm mal ran, Mädels. Brauche ich euch nämlich auch gleich eins von Döns. Oh, als ob. Doch, sag mal. Mensch. Upsi. Was noch? Whoop. Das war ein bisschen knapp. Das hätte auch anders ausgehen können. Das kenne ich ja schon. So, da warten wir noch ein Minütchen auf dich, bis du hier angekommen bist. Bist ja auch nicht mehr der Schnellste. So. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2 und dann kriegst du hier den Gnadenstoß. Was? Wollte gerade schon losstürmen, der kleine Baggerlud. Ja, ja. Habe ich genau gesehen. Mm-hmm. So, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Dadurch, da können wir schauen. Aber ich würde mal sagen, wir markieren uns auch mal so ein paar Locations, die wir auf jeden Fall uns mal angucken wollen. Wir müssen uns sowieso nochmal hier in der Stadt mal ordentlich umsehen, weil ich gerade so die großen... Städte, die haben wir immer so ganz gerne vernachlässigt zu den letzten Staffeln. Naja gut, diese großen Städte gibt es ja auch erst, glaube ich, seit dieser Alpha. Ohne Vierer-Axt, sehr gut. Vierer-Axt nehmen wir doch dankend mit. Die nehmen wir doch dankend mit. Können wir die eigentlich auch gleich auseinandernehmen. So. 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 Und alles wegpacken. Und sehr schön. Gut. Okay, den hauen wir noch weg. Oder sie, besser gesagt. Na komm, komm. Upsi. Ja, und gleich ins Nirvana gekloppt. Und dann ist so ein Biker. Den Biker habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ich nehme aber den Hasilein noch mit. Was? Ah, der Hase hat überlebt, weißt du? So eine Sauerei. Lass uns mal hier vorne gucken. Wo wir hier in den Working Stiff rein könnten. Muss er hier irgendwo sein, der Zugang? Wahrscheinlich hier muss der sein. Da, irgendwo hier. Kann ich mir vorstellen. So, lass mal gucken. Und zwar hier Working Stiff. Working Stiff. So. Und einmal ganz kurz aufs Bike.
Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen... Wir sammeln jetzt erstmal mal ein paar POIs, markieren uns die. Und dann ist ein Shotgun Messiah. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder, wenn wir uns vielleicht den Working Stiff da hinten gleich mal angucken. Oh, ach, Vorsicht, Wasser. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Da können wir ja schon mal reingucken hier, wenn wir es denn überleben. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge mal den Kladderadatsch an. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssings.